Hallo allerseits. In diesem Video geht es um Zurücksetzen oder Wiederherstellen eines Kennworts von einem Windows-Konto. Betrachten wir Fälle, in denen auf andere Computerkonten zugegriffen werden kann oder kein Zugriff auf das System besteht. Es wird in Windows SAM zum Speichern und Verwalten von Benutzerkennwörtern verwendet. Alle darin enthaltenen Informationen sind gut geschützt und es ist nicht leicht, sie herauszufinden. Oft ist es jedoch überhaupt nicht erforderlich, das Passwort zu kennen. Setzen Sie es einfach zurück und melden Sie sich ohne Passwort an. Schauen wir uns an, wie das geht. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das wahrscheinlich bekannteste kostenlose Windows-Dienstprogramm zum Zurücksetzen von Kennwörtern ist der Offline NT Password and Registry Editor. Ich hinterlasse einen Link zur offiziellen Seite in der Beschreibung. Das Dienstprogramm verfügt nicht über eine grafische Oberfläche, ist jedoch sehr einfach und verständlich. Es gibt keine grafische Oberfläche, da diese von einer Startdiskette aus funktioniert. Ohne Windows zu starten. So erhält sie Zugriff auf den Passwortspeicher. Ein Zurücksetzen des Passworts unter einem laufenden System ist schließlich nicht möglich. Zum Start von Offline NT Password and Registry Editor wechseln Sie zur Programmseite Registerkarte Bootdisk und laden Sie das Archiv für USB herunter. USB 14.02.01.7 Files for USB Install. Wie Sie sehen, gibt es auch ein Image zum Erstellen einer bootfähigen CD. Es scheint mir jedoch, dass die Erstellung eines USB-Sticks derzeit einfacher und relevanter ist. Entpacken Sie es. Dies sind Dateien für den bootfähiges USB-Stick Offline NT Password and Registry Editor. Wie wir sehen, handelt es sich nur um eine Reihe von Dateien, aus denen Sie ein bootfähiges USB-Stick erstellen müssen, von dem aus Sie später den Offline NT Password and Registry Editor auf dem gewünschten Computer ausführen und das Kennwort zurücksetzen. Zum Erstellen empfehle ich die Verwendung von WinSetup from USB. Warum nämlich dieses Tool, erzähle ich weiter. Das Programm ist auch kostenlos. Ich lasse den Link zur offiziellen Download-Seite in der Beschreibung. Laden Sie es herunter, entpacken Sie es und starten Sie es. Und starten Sie die Version entsprechend der Version Ihres Windows. Ich habe 64-Bit. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss Ihres PCs. Wählen Sie es in WinSetup-Format from USB aus. Aktivieren Sie Autoformat. Hier lassen wir alles standardmäßig. Als nächstes notieren wir die Funktion, aufgrund derer ich WinSetup from USB verwende. Dies ist die Wahl, wie ein bootfähiges USB-Flash-Laufwerk erstellt wird. Offline NT Password und Registry Editor ist nur für den letzten Eintrag in der Liste SysLinux Boot Sector erforderlich. Ein anderes bootfähiges USB-Stick, das mit dem Offline NT Password und Registry Editor, wird nicht funktionieren. Ich gehe den Pfad zum Ordner mit den zuvor heruntergeladenen Dateien USB 14.02.01 an und ich drücke Go. Yes, yes. Und wir warten auf das Ende der Erstellung unseres USB-Sticks. Okay. Das ist alles. Bootfähiges USB-Stick mit Offline NT Password and Registry Editor erstellt. Wechseln Sie nun zu dem Computer, dessen Windows-Kennwort Sie zurücksetzen müssen.
Wie Sie sehen, gibt es mehrere Konten. Passwörter wurden für den Eingang festgelegt. Um das Kennwort für das von uns benötigte Konto zurückzusetzen, starten Sie vom erstellten USB-Stick mit dem Offline Enter Password and Register Editor. Das Booten eines Computers von einem bestimmten USB-Stick unterscheidet sich nicht vom Booten eines Computers von einem anderen bootfähigen USB-Stick. Schließen Sie das USB-Stick an, den PC an und speichern Sie es als erstes bootfähiges USB-Gerät im BIOS oder UEFI. Wie das geht, haben wir in einem separaten, detaillierten Video, das Sie unter dem Link in der Beschreibung sehen können. Drücken Sie im ersten blauen Fenster Enter. Danach wird die Oberfläche des Offline Enter Password and Register Editor selbst direkt geladen. Bitte beachten Sie, dass hier geschrieben steht, der Autor übernimmt keine Garantie und keine Verantwortung für den möglichen Schaden, der durch dieses Programm verursacht wird. Um den Download des NT Password and Register Editor fortzusetzen, drücken Sie Enter. Lassen Sie außerdem genau durch, was das Programm schreibt. Sie selbst gibt an, was als nächstes zu tun ist, was zu wählen ist und welche Tasten zu drücken sind. Abhängig vom gewünschten Ergebnis. Also Schritt 1. Sie müssen die Partitionsnummer auswählen, auf der Windows installiert ist. Sie müssen zunächst nach der Größe navigieren. Im Prinzip nimmt das Programm bis zum allerletzten Moment keine Änderungen an Windows vor, so dass im Fehlerfall einfach den Vorgang zum Zurücksetzen des Kennworts erneut starten können. Das Programm selbst bestimmt jedoch die Systempartition und fordert Sie auf, diese auszuwählen. Im Tooltip sehen wir 1 Enter. Es werden einige technische Daten gezeigt. Ich drücke Escape. Als Ergebnis wird ein Hilfemenü angezeigt. Das zeigt, um die nächste Ziele zu sehen, drücken Sie Enter, Leertaste, die nächste Seite Q beenden, er alle verbleibenden Informationen zeigen. Ich klicke R. Daraufhin wird das folgende Menü angezeigt, in dem Sie weitere Aktionen auswählen müssen. Ich wähle den ersten Punkt Passwort zurücksetzen, Password Reset. Da wir vorhaben, das Passwort zurückzusetzen. 1 Einheit, Enter. Schritt 3. Passwort oder Register Fix wählen Sie erneut das erste Element Edit User Data and Passwords. 1 Einheit, Enter. Als Ergebnis zeigt das Programm eine Liste der Benutzer an, das heißt die Nummer der Konten dieses Betriebssystems, und bietet an, die RID-Nummer desjenigen einzugeben, dessen Passwort Sie zurücksetzen müssen. Wir sehen uns die vorgeschlagene Tabelle an. Es gibt eine Spalte Username mit Benutzerkontennamen. Im Gegenteil, in der ersten Spalte der Tabelle wird die eindeutige RID-Nummer angegeben. Wir bestimmen, was wir brauchen, geben es in das vorgeschlagene Feld ein und drücken Enter. Vor uns erschien ein Schlüsselmenü, in dem die Aktion ausgewählt werden muss, die das Programm mit dem Konto ausführen soll. Achten Sie auf dieses Menü. Hier können Sie nicht nur das Kennwort zurücksetzen, sondern auch das Benutzerkonto entsperren, den Kontotyp in Administrator ändern, einen Benutzer zur Gruppe hinzufügen oder daraus entfernen, sowie sich abmelden. Ich wähle 1, Passwort zurücksetzen und drücke Enter. Alles ist fast fertig. Beenden Sie das Programm, geben Sie Q ein und drücken Sie erneut Enter, Q, Enter. Wir stimmen den Änderungen zu, indem wir Y eingeben und erneut Enter drücken. Wir lehnen weitere Arbeiten im Offline NT Password and Register Editor ab. N, No. Entfernen Sie das USB-Stick oder die CD-ROM und starten Sie den PC neu. Beim nächsten Systemstart sehen wir, dass das Kennwort für die Eingabe des Kontos des Benutzers, den wir benötigen, nicht mehr vorhanden ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden und melden Sie sich an. Das Passwort wurde zurückgesetzt. Auf diese Weise können Sie das Kennwort für das Benutzerkonto zurücksetzen, wenn Sie überhaupt keinen Zugriff darauf haben. Und dies ist nicht das einzige kostenlose Programm für den Zweck. Es gibt andere wie John the Reaper, Aircrack, NG, Rainbow Crack, OBH Crack und so weiter.
Hier geht es um das Zurücksetzen Ihres Windows-Kennworts. Befinden sich jedoch mehrere Konten auf Ihrem Computer und haben Sie Zugriff auf eines dieser Konten, können Sie das Kennwort auch von anderen Konten wiederherstellen oder herausfinden. Zwar bieten die integrierten Windows-Tools nicht die Möglichkeit, dies zu tun. Sicherheitsrichtlinie. Kennwörter von anderen Windows-Konten desselben Computers können jedoch mit Hilfe von Anwendungen von Drittanbietern erkannt oder wiederhergestellt werden. Wie zum Beispiel Elcomsoft Proactive Password Recovery oder Lovecraft 7. Links zu den offiziellen Seiten der Programme finden Sie in der Beschreibung. Ich werde gleich sagen, dass die Programme bezahlt werden und nicht billig sind, aber wahrscheinlich das Beste seiner Art. Ich werde keine detaillierte Überprüfung der Programme vornehmen, sondern nur zeigen, wie ich sie verwende, um das Kennwort von meinem oder einem anderen Computerkonten abzurufen oder wiederherzustellen. Also, starten Sie Elcomsoft Proactive System Password Recovery. Die Programmoberfläche ist äußerst einfach und erfordert keine zusätzlichen Kenntnisse vom Benutzer, um einfache Aufgaben auszuführen. Um die Passwörter für die Konten dieses PCs anzuzeigen, sind die Funktionen des Hauptmenüs ausreichend. Auf der Registerkarte Anmeldekennwort werden die Daten für das aktuelle Konto angezeigt. Computername, Benutzername, Berechtigung zur automatischen Anmeldung und ein Kennworthinweis. Wenn Sie auf die Registerkarte Kennwort-Hashes klicken, werden Daten zu allen vorhandenen Konten des Computers angezeigt. System Password Recovery zeigt Informationen dazu an. Dies sind RIT-Nummern, die wir bereits kennen, LM-Hash, NTLM-Hash, Konto-Status, Kennwort-Hinweise und Kennwörter selbst. Alles ist sehr einfach. Das Programm hat viele Funktionen, aber wir werden sie nicht verstehen. Es ist genug für uns. Was wird da geknackt? Das Programm hat übrigens eine kostenlose Testversion. Es ist begrenzt und zeigt nur die ersten beiden Zeichen des Kennworts für die Eingabe des Kontos an. LOBHT Crack 7. Dieses Tool verfügt auch über eine Testversion. Die Nutzung oder Anzeige von Informationen für 10 Konten ist auf 15 Tage begrenzt. Führen Sie das Programm aus, wählen Sie den Assistenten für die Kennwortüberwachung aus. Wenn Sie nur die Kennwörter anderer Konten dieses Computers herausfinden möchten, klicken Sie die ganze Zeit auf Weiter. Wählen Sie ein System, einen lokalen oder fernen Computer, einen Kontotyp, eine Art oder eine Komplexität der Überprüfung, angezeigte Daten und so weiter aus. Wie Sie sehen, habe ich für einen normalen PC standardmäßig alles verlassen. Dadurch wird der Systemscan-Vorgang gestartet. Infolgedessen zeigt das Programm die erkannten Konten und deren Daten an. Unter anderem Passwörter für den Zugang. Sie befinden sich in der Spalte NTLM Passwords. Auf diese Weise können Sie auf Ihre Windows-Konten und die darin gespeicherten Daten zugreifen, auch wenn Sie die Kennwörter nicht kennen. Wenn Sie nicht nur auf die Kontodaten des Benutzers zugreifen, sondern auch den Verlauf der von ihm besuchten Websites anzeigen, den vollständigen Verlauf der auf Ihrem PC verwendeten Browser anzeigen, den gelöschten Browserverlauf der Websites wiederherstellen und die Korrespondenz anderer Personen in sozialen Netzwerken anzeigen möchten, empfehle ich das Special Tool Hetman Internet Spy. Ich lasse den Link zum Video über die Funktionsweise des Programms und zu der Seite zum Herunterladen in der Beschreibung. Das ist alles für heute. Bitte einen Daumen hoch. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.